Was kannst du tun, wenn du am Arbeitsplatz sexuell belästigt wirst? Wir geben 4 Tipps und sprechen dazu mit Tanja Ziegler vom Frauenberatungs- und Therapiezentrum FETZ. Wir beraten Frauen vor Ort, aber auch am Telefon. Und was das Thema sexuelle Belästigung angeht, bieten wir auch Fortbildungen für Firmen oder Institutionen an, sich in dem Bereich schulen zu lassen. Aber ganz von vorne, was ist überhaupt sexuelle Belästigung? Allgemein gesprochen gilt jedes sexualisierte Verhalten euch gegenüber, das ihr nicht möchtet und eure Würde verletzt, als sexuelle Belästigung. Das können verbale Angriffe sein, wie anzügliche Witze oder Kommentare über euer Äußeres und auch physische Übergriffe, zum Beispiel ungewollte Berührungen oder aufdringliche Blicke. Es ist auch nicht erlaubt, Menschen unaufgefordert Nacktbilder zu senden. Bei sexueller Belästigung ist zu beachten, dass es dabei in den allermeisten Fällen um Macht geht und nicht darum, um irgendwie einen Flirtversuch oder eine Kontaktanbandelung, sondern darum, Menschen zu erniedrigen und im beruflichen Kontext eben auch Konkurrenz auszuschalten. Was könnt ihr tun, wenn ihr sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt? Wichtig ist hier zuerst einmal: Bei sexueller Belästigung ist es so, und das will auch die Gesetzgebung so, dass es nicht ausschlaggebend ist, wie die Belästigung gemeint war, sondern wie sie angekommen ist. Und in dem Moment, wo sich Personen mit einer Situation unwohl fühlen, würde ich in jedem Falle immer dazu raten, auf die eigene Intuition zu hören und sich gegebenenfalls dann auch Hilfe zu suchen. Ihr müsst euch nicht körperlich gegen das Verhalten gewehrt haben, damit es als Belästigung gewertet werden kann. Nur bei sexuellen Handlungen zwischen zwei Personen gilt, dass man ein Nein durch erkennbaren Willen deutlich machen sollte, damit die Lage klar ist. Wenn euch etwas passiert ist, mit dem ihr euch unwohl fühlt, dann sprecht darüber. Es kann im Freundinnenkreis sein, in der Familie, vertrauensvolle Kollegen. Was sind Folgen für Betroffene? Viele entwickeln Ängste, es kann bis zu Schlafstörungen und Depressionen reichen. Die allermeisten verlieren aber in jedem Fall die Freude an der Arbeit. Und das Resultat sind dann auch ganz oft erhöhte Krankheitstage. Laut einer aktuellen Studie der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gaben 17% der befragten Frauen an, bereits sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt zu haben. Bei Männern waren es 7%. Besonders gefährdet sind junge Frauen, vor allem in hierarchisch niedrigeren Positionen wie einem Praktikum oder der Ausbildung, und Frauen, die mehrheitlich männliche Kollegen haben. Überdurchschnittlich oft werden Homosexuelle und Transmenschen Opfer von Belästigung. Nicht heterosexuelle Frauen werden häufig mehrfach diskriminiert wegen ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Identität. Bei Belästigung am Arbeitsplatz gibt es klare Regelungen, welche Unterstützung euch zusteht. Arbeitgeber müssen die Belästigenden abmahnen, versetzen oder kündigen. Gibt es einen Betriebsrat, kann der zum Beispiel mit Hilfe einer Einigungsstelle unabhängige und objektive Hilfsangebote von außerhalb hinzuziehen. Also das kommt ein bisschen auf den Betrieb an. Also gibt es eine Beschwerdestelle? Gibt es vertrauensvolle Vorgesetzte, an die man sich wenden kann? Wie ist der Kontakt zum Betriebsrat oder zur Mitarbeiterinnenvertretung oder zur Beauftragten für Gleichstellung? Wenn diese vorhanden sind und man ein gutes Gefühl hat, lohnt es sich in jedem Falle auch, sich an die zu wenden. Manche Arten der sexuellen Belästigung werden durch das Allgemeine Gleichstellungsgesetz erfasst. Laut dem haben alle MitarbeiterInnen das Recht, sich zu beschweren und auch geeignete Maßnahmen zu verlangen. Und es kann bis dahin gehen, dass man auch Entschädigung verlangen kann oder auch, wenn nichts getan wird, von der Firma aus die Arbeit einstellen ohne Entgeltverlust. Mit der Arbeit aufzuhören ist nur in ganz seltenen Fällen der richtige Weg. Aber ob euch das zusteht, dieses Recht in Anspruch zu nehmen, solltet ihr unbedingt vorher juristisch prüfen lassen, denn die Hürden sind ziemlich hoch. Manche Arten der sexuellen Belästigung sind strafbar. Das Strafgesetzbuch spricht je nach Tat zum Beispiel von sexueller Belästigung, Nötigung, Beleidigung, sexuellem Missbrauch oder Vergewaltigung. Es gibt Paragraphen, unter die eine der Handlungen fallen könnte. Je nach Art und Schwere der Tat drohen dem Täter oder der Täterin Geldstrafen bis hin zu mehrjährigen Gefängnisstrafen. In solchen Fällen stellt unbedingt eine Anzeige. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz muss niemand aushalten, egal in welcher Situation ihr euch befindet. Hier sind einige Hilfsangebote, an die ihr euch wenden könnt.